Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play Euro Truck Simulator. Mein Name ist ProjectGLP und... The Cake of the Gamer. Beim letzten Mal waren wir hier ja stehen geblieben auf dem Bauern... Bauernhof? Lol. Okay. Okay, mein Lenkrad... Mein Gaspedal wird gerade wieder nicht erkannt. Also ausstecken, nochmal einstecken und schon geht's wieder. Kein lustig. So, geht wieder. So, ja, über. Ja, danke schön. Dafür wird mein Lenkrad gerade wieder nicht erkannt. Oder nicht richtig erkannt. Okay, am besten fangen wir mal anders an. Über was wollten wir heute denn überhaupt reden? Wir wollten wieder Dinge erzählen. Ja. Und zwar über Minecraft zum Beispiel. Haben wir ja gesagt. Jo. Minecraft und seine positiven oder negativen Veränderungen. Und dass ich hier nebenbei auch den zweiten Teil spiele. Und dass ich ein neues Mikrofon habe, was man sicher hört. Genau. Genau. Ja. Minecraft. Fang du am besten erstmal an mit deiner Meinung. Oh, du übersteuerst ein bisschen. Echt? Ja, das weiß gerade nicht. Oder ist es bei mir zu laut? Kann auch sein. Wird, denke ich mal, schon passen. Hat ja gerade in der Testaufnahme auch gepasst. Okay. Ja, also Minecraft, ja. Wie man weiß, ich mache ja auch Minecraft Let's Play, ne? Ja, diese Schleichwerbung, also, ja. Ja, ne, das ist... Hör mal auf! Spaß! Ja, weiß man ja sicher. Vielleicht einige, ich weiß ja nicht, keine Ahnung. Um jedenfalls jetzt mal auf den Punkt zu kommen, Minecraft ist halt, ja, der Paddy und ich haben vorhin drüber gequatscht. Dann habe ich gesagt, Mensch, das heben wir uns mal für einen Euro-Truck-Simulator auf, dass wir da ein bisschen Gesprächsstoff haben. Und zwar wird halt Minecraft immer mehr zu nicht mehr Minecraft, kann man sagen. Also es kommen eben ein paar Veränderungen rein, die mir persönlich jetzt nicht so gefallen. Wo ich mir einfach denke, hä, was soll denn so ein Scheiß? Jetzt zum Beispiel, übers Feuerwehr kann ich mich nicht beschweren. Ich finde es einfach so geil. Da kann ich mich gar nicht beschweren. Ja, gut. Auch wenn ich mich jetzt frage, was es soll. Aber es ist total sinnfrei mal wieder einfach. Es wäre gut. Aber es ist so ein geiles Feature, dass man einfach sagt, ja, das ist einfach was. Ja, ich meine... Oh, Entschuldigung. Ich meine... streng gesehen ist Minecraft an sich sinnlos, aber das mal außen vor gehalten. Du darfst bei einem Spiel sowieso nie nach einer Logik fragen, also, ne? Bei Prince of Persia zum Beispiel jetzt hat, du hast da einen magischen Sand, der dich in der Zeit zurückbefördern kann, ist auch irgendwie kein Sinn, obwohl eigentlich vom Prinzip her ist es ein Sinn, aber... Ja gut, ich meine, na egal, wir waren bei Minecraft und wollen uns das hier nicht ablenken lassen. Genau. Also Minecraft, ja, es sind halt eben Dinge, die reinkommen, die halt eben nicht mehr zu Minecraft gehören, finde ich jetzt zum Beispiel. Wo man sich halt einfach an den Kopf langt und sich fragt, was soll denn so ein Mist? Zum Beispiel dieses komische Level-Ding da, dieser Leuchtfeuerblock, ich meine... Das ist einfach irgendwie unmöglich, ich meine, ich habe mal... versucht diesen komischen Wizard zu besiegen mit normal enchanteter Rüstung, normal enchanteten Schwert, normal enchanteten Bogen und den kriegst du so schnell nicht klein, da stirbst du eher. Dann fliegt er dir in der Hölle rum, das ist am besten, wenn man den da spawnen lässt, weil er sonst die komplette Map zerlegt. Es sei denn, man geht da auf, keine Ahnung, 5000 Blöcke von seinem Baugebiet weg, da macht es dann nichts, aber ich würde ihn im Nether spawnen lassen, wenn schon. Wie lässt man denn überhaupt spawnen? Du musst wie ein Eisengolem oder so ein Schneemann. Ach so, mit den Totenköpfen, ne? Genau, du brauchst drei Wisserköpfe und drei Wisser-Skelettköpfe. Genau, drei Köpfe und Seelensand. Den Seelensand platzierst du wie einen Eisengolem, bloß halt den Eisengolem mit Eisenblöcken und ja, den Typen halt mit Seelensand. Und da hockst du dann die drei Köpfe drauf und dann spawnt der. Irgendwie low. Es gibt auch, es ist auch
keine Option, den in den Obsidian-Käfig zu sperren, weil der zerstört Obsidian. Das heißt, man müsste theoretisch Badwood cheaten. Genau. Ja, gut, ich meine, wenn man jetzt echt nicht möchte, dass seine Map da irgendwie kaputt ist hinterher, würde ich sogar echt Obsidian mit cheaten, mit dann Obsidian-Käfig bauen, den spawnen lassen, den besiegen, den Obsidian-Käfig im Creative-Modus wieder abbauen, zu tun als Obsidian. Ja, aber wie gesagt, der zerstört es. Den nicht Obsidian, den Bedrock. Bedrock. Ich würde so einen Bedrock-Käfig bauen. Du müsstest, keine Ahnung, ich glaube 3 oder 4 Schichten, das müsste ich mal ausprobieren. Auf jeden Fall ein paar Schichten brauchst du da schon. Das ist ja der übelst aggressive Mob, ey. Also, das ist auch wieder so eine Änderung, die ich jetzt nicht so geil finde. Ich meine, ja, weil ich mich frag, was das soll. Gut, du bekommst dann diesen komischen Stern und kannst dir diesen Leuchtfeuerblock cheaten. Dann brauchst du Millionen Stecks von Eisen, ich weiß, ich übertreibe gerade, um dir diese komische Pyramide zu bauen. Ich meine, gut, Eisen ist jetzt ja nicht gar so wild. Gut, man könnte das jetzt auch aus Diamant oder Smaragdblöcken machen. Ja. Was eigentlich keinen Unterschied bringt. Also man kann ganz normal Eisen benutzen. Aber wenn man jetzt halt Stil hat oder sagt, ja, ich habe jetzt Stil und sowieso zu viele Diamanten, ne, dann kann man das auch aus Diamantblöcken bauen. Das geht auch. Ja gut, es ist halt, ich weiß nicht, ich stehe Mobs, also so Endbossen stehe ich kritisch gegenüber. Ich finde die jetzt nicht so super. Wäre die super finde, ja, weil es einfach nicht zu Minecraft passt, weil es bekommt immer mehr so RPG-Sachen. Ja, eben. Minecraft ist ja kein RPG, also kein Rollenspiel, wo jetzt eine Geschichte hat, wo du halt eben den Boss besiegen musst, wie bei Prince of Persia. Das ist ein Rollenspiel. Aber das ist Minecraft ja nicht. Der Typ, der soll ja auch keine Person sein, sondern das soll halt einfach nur ein Charakter sein, mit dem du halt in der Welt interagierst. Weil wenn du halt einfach so irgendwie die Blöcke von Geistern bewegst, sieht halt auch doof aus. Gibt's ja auch so ein Spiel, das ist so ähnlich wie Minecraft. Da hast du keinen Charakter, da kannst du einfach irgendwie in der Welt rumgriefen. Wie heißt das? Ich weiß es nicht. Gronkh hat es mal irgendwann vor Urzeiten auf Facebook gepostet. Gronkh. Ich weiß, ja. Gronkh. Meinst du Manic Digger? Das kann sein. Verarsche. Nee, dann ist es nicht. Das war was ernst gemeintes. Ach, ich kann ja mal zurückscrollen, ich bin jetzt mal so hobbylos einfach. Ich weiß, wie es heißt. Ich glaube, der hat darüber sogar ein Video gemacht, kann das sein? Ja, so. Ja, aber das ist dann nochmal was anderes. Da was kannst du auch solche Halbblöcke, also Wände, richtige Wände kannst du da platzieren. Achso, ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Mir fällt der Name aber auch nicht ein. Und zu einem hat er ein Video gemacht, weil er dadurch gesagt hat, es sieht aus wie Minecraft. Läuft wie Minecraft, hat aber eine viel bessere Engine. Ja, mir fällt gerade nur der Name nicht ein. Oh, Weltuntergang, LPT, die Show, Alter, willst du mich verarschen? Fangen die auch noch an, ey. Stimmt, wir können ja mal über den absolut tollen Weltuntergang jetzt auch unterhalten. Ja, aber jetzt würde ich sagen, wir reden erstmal über Minecraft fertig. Also, deine Zuschauer können ja mal in die Kommentare schreiben, was sie so von Minecraft jetzt halten. Die etwas älteren Spieler wie jetzt hat Paddy und ich, gut, Paddy sind viel, viel ältere Spieler wie ich. Aber? Na, die neueren, die werden es jetzt hat. Die werden jetzt, ich muss gerade überlegen, was ich jetzt sage, weil ich irgendwie jetzt den Faden verloren habe. Ja, peinlich, gerade. Ja, genau, die älteren Spieler unter euch, die werden sich bestimmt auch denken, boah, Minecraft, was ist denn das für ein Scheiß? So wie jetzt Paddy zum Beispiel, der wo Minecraft auch schon seit der Alpha spielt, ich spiele es erst seit der 1.0, Beta 1.8 glaube ich war es sogar, meine allererste Version. Ja, und ich, ja, aber ich sag's auch schon, dass das, was seit der Vollversion dazu gekommen ist, nicht so dolle ist. Also es gibt einiges, wo ich sage, das ist richtig cool, das finde ich gut, dass das reingemacht wurde, zum Beispiel Enchanting und so, weil es halt eben bei großen Bauprojekten wirklich hilft, wenn man schneller abbauen kann. Aber
Ja, wie jetzt zum Beispiel den Mob, das finde ich jetzt einfach nicht so toll, weil es eben kein RPG sein soll. Also, ja. Wenn man es jetzt so sieht, könnte man eine Geschichte daraus machen. Also man spawnt in der Welt, baut sich eben Werkzeug zusammen, bla bla bla, und irgendwann dann hat man genug Rüstung zusammen, dann macht man eben diesen Wizard platt, macht sich dieses komische Ding und irgendwann dann besiegt man den Ender Dragon und dann ist das Spiel in Anführungszeichen vorbei. Also es ist ja nicht wirklich vorbei, sondern man kann wieder in der Welt rumlaufen, aber ja, hat dann aber auch nichts davon, außer dieses komische Ei. Ja, gut, also. Ja, ich bin halt zwiegespalten. Naja, auf jeden Fall nochmal zum Thema Weltuntergang nochmal ein ergänzendes Thema. Wir haben ja den Weltuntergang angesprochen gehabt. Dem Part, der heute veröffentlicht wurde. Genau, und ja, der Weltuntergang war super toll, muss ich wirklich sagen. Ich war besoffen, war im Kino. Also ich habe vom Weltuntergang nicht viel miterlebt, also wenn ihr dieses Video sehen solltet, dann seid ihr unter den wenigen Lebenden. Ja. Seid ihr einer der vielen Überlebenden? Ja, der muss jetzt aber irgendwie einfach sein. Ich weiß, der kam so flach, aber der muss irgendwie sein. Auf jeden Fall, ja, Weltuntergang. Es war so klar, dass es mal wieder nur eine leere Prophezeiung ist. Naja, selbst wenn die Welt untergegangen wäre, mir wäre es scheißegal gewesen. Dann geht's halt. Und das haben wir aus dem LKW gerade wieder so nah am Arsch. Vielleicht haut er den Ding wieder rein, obwohl er nicht soll. Nee, nee, macht er nicht. Ach, es geht Berghoch, ja, das könnte eine Erklärung sein. Ah ja, ja, das könnte durchaus eine Erklärung sein, ja doch. Naja. Es ist immer so ein Problem mit diesen physikalischen Gesetzen, ne? Ja, ja, die Physik ist echt was Schlechtes. Na, übrigens, wir haben uns ja mal in irgendeinem Part gefragt, was passiert, wenn man als LKW-Fahrer einen Schaden mit seinem LKW macht? Da hat mir ein freundlicher User, dessen Namen ich jetzt leider vergessen habe, geantwortet, dass es der Spediteur, also dein Auftraggeber, zahlt. Also in dem Fall der Chef dann. Ach, siehste. Ja. Ich kann ja mal nachschauen, wer es war. Ich bin mal so sozial. Müsste im Part 6 oder 5, 6 oder 7 muss es gewesen sein. Aber ich bin mir fast sicher, dass es 6 war. Bei 6 steht nur drunter, dass LPT wiederkommen soll. Immer diese Forderung. Schlimm, ne? Bei 5. Es bezahlt der Chef. Ja, siehst du. War dieses Ding von Seike LP. Oder Seike. Seike, Seike. Je nachdem, wie man den Namen ausspricht. Ein Gruß an dich an dieser Stelle und ein liebes Dankeschön. Ja. Oder wie würde Semper-Video jetzt sagen? Okay. Ja, der war jetzt nicht so, der kam jetzt auch sehr flach, ich weiß. Semper-Video. Kennst du nicht? Doch, kenn ich. Semper-Video, die sind klasse, ich mag Semper-Video. Jo. Ah, Mann, über was könnten wir uns denn heute auskotzen? Naja, über die schlechte Minecraft-Engine, Minecraft-Veränderung, ja. Ist auch so ein Thema, wo man stundenlang drüber reden kann. Wo man eigentlich immer nur ums Gleiche redet. Ja, stimmt, deswegen fällt mir jetzt auch nicht so viel dazu ein. Also es sind eben, wie gesagt, Veränderungen. Ich find's halt eben von Mojang irgendwie sinnlos, wie die ihre Patches raushauen. Ich meine, die haben jetzt halt in der 1.3 haben sie eingeführt, dass man die Treppenverkehr drum platzieren kann. In der 1.4 haben sie jetzt halt eingefügt, dass eben dass man eben Treppen, dass die sich ins Eck reinbauen, dass das eben so Eckbänke, dass man das jetzt machen kann. Das finde ich zum Beispiel jetzt auch eine geile Ding, weil man damit viel mehr bauen kann. Aber was mich dann halt ankotzt, sind diese Lichtbugs eben. Ich meine, diese Lichtbugs, die kann man doch fixen. Das hätte ich schon in der 1.3 fixen können, weil ich ja weiß, ja, die Engine ist nicht darauf programmiert, dass sie da eben Licht hinscheinen lässt, weil es eben halt jetzt halt neu ist. Warum kann ich diesen Bug jetzt nicht beheben? Warum muss ich dann unbedingt so eine halbfertige Version wieder raushauen, obwohl da sowieso schon zwei Bugfixes drin sind, bevor die überhaupt released wird?
Das wurde ja nicht die 1.3 released, sondern die 1.2.3. 1.3.2 meine. Ja, das Problem ist halt,